Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Crew. Und in dieser Folge zeige ich euch, wie ihr euch ab Stufe 50 verhalten müsst. Ja, bis 50 ist das eigentlich so ein, ja, ich fahre dann mal eine Mission und ja, ich kaufe da mal eine Karre und ja, dann war es das im Grunde. Aber ab Stufe 50 beginnt das Spiel erstmal so richtig. Ja, da kriegt ihr die fetten Upgrades, ja, die fetten Karren, vernünftiges PvP und die ganze Geschichte. Aber ja, worauf müsst ihr genau achten? Ja, der ganz, ganz große Unterschied vor 50, also zwischen vor 50 und nach 50, ist, dass ihr diese krassen Karten bekommt. Ja, Platinkarten. Vorher war nur Gold möglich. Also Bronze, Silber und Gold. Gold war maximal. Und ab Stufe 50 könnt ihr Platine gewinnen, ja. Vielleicht habt ihr das ja gesehen, müsstet ihr eigentlich. Wenn ihr Stufe 50 erreicht, kriegt ihr so ein Fenster angezeigt, wo drauf steht, ja, jetzt ist Platin möglich bei Tests und Karrieremission, ja. Weil Karrieremission kannst du ja auch immer wiederholen. Ja, wenn du zum Beispiel irgendeine Karte nicht Gold gekriegt hast oder sowas, kannst du wiederholen und dann kriegst du vielleicht eine goldene Karte, ja. Aber hier gehe ich explizit eher auf die Tests ein, ne? Weil die Tests konntest du auch jederzeit machen, aber auch eben nur bis Gold, ne? Und ab Stufe 50 kannst du dann eben Platin machen. Und ja, die bringen den finalen Kick quasi, ja? Die Karten gibt's ab Stufe 40, ne? Ab Stufe 40 bis 50. Und ja, da muss man eben gucken, Level, wie kriege ich 50 hin, ne? Das hat quasi nichts mit der Leistung zu tun. Also ihr kennt den Test, ne? Ihr müsst dann zum Beispiel einen Tempotest machen. Ihr müsst so schnell wie möglich fahren und aber dafür aber immer auf der Straße bleiben, ne? Und dann habt ihr oben links halt die Anzeige, ne? Bronze, Silber, Gold und dann kommt irgendwann mal Platin, ne? Und wenn ihr das erreicht habt, wird halt gerollt. Ne, und dann habt ihr dann wieder Stufe 43, 45, 50, ne? Und diese Stufen, die sind absolut random, ja? Das hat nichts mit der Leistung zu tun. Du kannst so beschissen fahren, wie du willst. Wenn du aber Platin erreichst, ja, ist Stufe 50 möglich. Ich schwöre euch, ich habe das so oft erlebt, dass ich so beschissen gefahren bin, ja, dass ich gerade noch so Platin erreicht habe. Ja, Stufe 50, Auspuff oder so eine Scheiße, ne? Also, das ist absolut random. Also, ihr braucht euch hier nicht irgendwie eine richtig krasse Karre zusammenbasteln oder irgendwo einen Guide durchlesen, wo ihr die beste Karre nehmen müsst, um da irgendwie Platin zu schaffen oder eigene Rekorde zu knacken. Also, absolut random. Und einfach nur das Minimalziel erreichen und fertig, ne? Und so könnt ihr halt die Maximalstufe erreichen, ne? Aber es gibt noch einen kleinen Trick, wie ihr noch besser werden könnt. Und zwar seht ihr unten in grün geschrieben, jetzt in diesem Teil, Beschleunigungsbonus, ne? Und ich habe dasselbe Teil auf Level 50, nur mit Tempobonus. Und oben da, wo die Stats von der Karre stehen, habt ihr jetzt zum Beispiel, die aktuellen Stats sind Beschleunigung, ne? 9019, ne? Und habt ihr Beschleunigungsbonus mit diesem Blitz an der Karte. Und wenn ihr mal bei Beschleunigung guckt, habt ihr ja diesen Blitz in grün. Das heißt, ich habe diesen Bonus, ne? Und wenn ich jetzt drüber gehe auf Tempobonus, verliere ich den Beschleunigungsbonus, kriege aber dafür einen Tempobonus. Verliere quasi minus 18, gewinne aber an Geschwindigkeit von plus 22. Ne? Verliere aber keine Fahrzeugstufen. Das ist dasselbe Niveau, nur mit einem kleinen besseren Boni. Und das summiert sich, ne? Du kannst auf jedes Teil, auf jede Karte, ob Motorkern oder Reifen, Bremsen, Aufhänger, was auch immer, du kannst überall einen Bonus haben. Ne? Und du kannst überall den Beschleunigungsbonus haben. Und dann hast du dann insgesamt dann irgendwo, keine Ahnung, 150 Beschleunigung mehr. Verzichtest aber zum Beispiel auf Geschwindigkeit oder auf Grip oder sowas. Das kommt immer auf das Auto an. Ne? Zum Beispiel Geschwindigkeitsreduktion habe ich auch Tempo. Ja gut, hier habe ich Tempo. Da habe ich es leider nicht geschafft. Hier habe ich auch Tempo. Aufhängung habe ich auch nur 47.
Aber dafür den Beschleunigungsbonus, ne? Bremsen habe ich auch den Beschleunigungsbonus, ne? Deswegen habe ich eine Beschleunigung auf 9000, ja? Das geht richtig ab. Aber du musst halt eben gucken. Ich habe hier den Lamborghini, ne? Allrad, 713 PS und Asphalt, ne? Also Straßenfahrzeug-Performance. Hat schon richtig guten Grip, ne? Hat aber irgendwie so ein bisschen Defizite bei der Beschleunigung gehabt. Am Start ist es vielleicht nicht so wichtig, aber so aus der Kurve so richtig ein reindrücken, da hat er ein bisschen Schwäche gehabt. Und habe ich gesagt, ja gut, dann machst du das mal eben, dass du voll auf Beschleunigung gehst. Das dauert natürlich ein bisschen, weil die ganzen Teile, die kommen ja einfach nicht, wie du willst, ne? Du kriegst 50, das dauert ewig, bis du die Scheiße hast. Aber teilweise machst du es zweimal und auf einmal hast du Stufe 50, ne? Aber dann hast du irgendwie Bremsen, Bremsbonus zum Beispiel, was jetzt nicht unbedingt super geil ist. Aber du möchtest gerne Beschleunigungsbonus haben, deswegen musst du es nochmal fahren, so lange, bis du das hast. Deswegen habe ich hier so viele 50er-Karten mit Bremsbonus, Grip-Bonus, Beschleunigungsbonus und Mode-Tempo-Bonus, weil ich so lange auf diesen Beschleunigungsbonus gewartet habe. Hab vorher erstmal alle anderen gehabt. Obwohl mir fehlt noch. Nee, ich habe eigentlich alle. Nee, ich habe alle. Ja. Das hat bis jetzt am längsten gedauert. Und da müsst ihr drauf achten. So könnt ihr halt eben, ja, auch 1299 Maximalstufe haben, wie zum Beispiel die Konkurrenz. Aber im Detail habt ihr dann tatsächlich einen Unterschied, ne? Dass ihr tatsächlich eine bessere Beschleunigung habt oder besseren Grip bei gleichem Fahrzeug. Beispielsweise der Mustang, ja, Heckantrieb, slidet extrem. Wenn ihr dann guten Grip habt, seid ihr natürlich im Vorteil, ne? Müsst ihr natürlich aber die 50er-Karten mit Grip-Bonus haben. Das dauert natürlich. Da muss man ein bisschen Zeit investieren. Und das ist der große Unterschied, ne? Und das kann wirklich den Unterschied machen. Ne? Das muss natürlich immer von Auto zu Auto angepasst werden. Wenn du zum Beispiel so einen Lamborghini Murcielago hast, ne? Ich sag jetzt mal als Vergleich. Hier hast du Grip 8379. Ne? Dann wechsle ich jetzt mal auf ein Murcielago, was by the way, glaube ich, auch eine Fehlinvestition war. Hier. Und dann habt ihr. Fuck. Dann geht der Performance. So, und hatte Grip 7667. Ja. Ist jetzt nicht viel weniger, aber A, es ist tatsächlich viel weniger. Ja, weil es klingt erstmal nicht so viel, aber es ist tatsächlich massiver Unterschied. Und der gute Bursche hat 991 PS. Ja, das musst du erstmal auf die Hinterachse bringen. Der hat nämlich kein Allrad. Und ja, da musst du halt natürlich vielleicht doch mal eben auf Grip gehen, anstatt auf Tempo oder Beschleunigung. Der hat 9442 Beschleunigung, das ist schon ordentlich. Geschwindigkeit auch nicht schlecht. Da kann man ruhig mal auf Grip gehen. Ne, das ist absolut kein Problem. Das Ding hat genug Power. Aber man muss natürlich sich für dieses Fahrzeug entscheiden. Ja, und daran arbeiten, dass man die Karten kriegt, ne? Ja, ich habe das ja schon mal erwähnt, dass wenn du Performance fährst und du die Karte gewinnst, kannst du die für alle Performance-Fahrzeuge kaufen, ne? Für dieses Fahrzeug, mit dem du das gewonnen hast, ist es umsonst. Das hast du dann schon, aber wenn du zum Beispiel, ich habe den Lamborghini Gallardo in Performance und du möchtest den zum Beispiel die Karte in, ja, hätte ich hier gerade machen können. Zum Beispiel in den, ja, hier, Nissan. Okay, jetzt habe ich irgendwie den hier. Ja, irgendwie spackt das hier so ein bisschen rum. Ich sehe zum Beispiel meine Maus hier gerade nicht so richtig. So, und du möchtest zum Beispiel den hier reinbauen. Dann musst du den kaufen. Dann müsst ihr dann zum Performance-Tuner, oder wenn ihr das eben beim Street-Fahrzeug gemacht habt, müsst ihr dann zum Street-Tuner gehen und könnt euch das da kaufen. Ne? Und je höher die Stufen sind, desto teurer sind die. Ja, also die gehen bis zu 50.000 pro Karte und ist schon teuer.
Das ist schon richtig toll. Da lohnt es sich, einfach mal stumpf Platin irgendwas zu machen, dass du schon mal eine gute Basis hast und kannst dann, wenn du genug Geld hast, später nachkaufen. Ja. Was gibt's noch zu beachten? Ich wechsle mal eben auf mein Lamborghini. Das ist so wirklich der Punkt, worauf es tatsächlich ankommt. Und wie er so viel Stärkepunkte kriegt, also diese Performance, in dem Fall Fahrzeugstufen, also 1285 in meinem Fall, da empfehle ich euch am besten, oben geht ihr auf, warte mal, was sind das jetzt hier, Tests, dann geht ihr auf Filter. Okay, Fox the Crew eingeladen, kann ich gerade nicht. Sorry. Macht die Tempo. Das ist am einfachsten. Und geht ihr dann einfach mal, keine Ahnung, wir machen das jetzt einfach mal. So, da geben wir mal Gas. Und wie gesagt, ihr müsst einfach nur Platin erreichen. Okay, da habe ich mir jetzt gerade ziemlich beschissene Mission ausgesucht. Mit viel Verkehr. So, und jetzt bin ich halt irgendwie ins Ziel gekommen, ne? So, Platin. So, es wird gerollt. So, 43. Na? Bringt mir jetzt natürlich nichts. So, na toll, wurde ich nochmal angehalten. So, 43. So, und du fährst jetzt einfach nur mal total kacke. Jetzt haben wir noch einen mitgenommen. Ja, also richtig schlecht gefahren. Und mal gucken, was wir kriegen. Auch 43. Na? Ich mach's nochmal, damit das, ja, kein Zufall gewesen ist. Und vor allem habe ich auch weniger Punkte gekriegt. Zum Beispiel, jetzt habe ich perfekte Route. Guck mal, kein Verkehr. Kannst Vollgas geben. Also der Rekord von mir, den ich da früher mal gemacht habe, müsste eigentlich fallen. Ja. Na? Mal gucken, was wir jetzt kriegen. 41. Ne? Da habt ihr es gerade gesehen. Viel, viel besser gefahren, aber nur eine 41. Ne? Also auf jeden Fall nur ins Ziel irgendwie, Hauptsache Platin. Ne? Und am besten immer Tempo. Das ist immer ganz gut. Gibt es noch irgendwas zu beachten? Ja, ich kann euch noch zeigen, wie ihr schön Kohle machen könnt. Hier haben wir jetzt schon mal zwei erledigt. Das sind Fraktionsmissionen. Ne? Ich heb mal eben meinen Cash ab und dann erzähle ich euch nur mal ganz genau, wie das funktioniert. Das ist die effektivste Maßnahme, um richtig viel Kohle zu kriegen. Also ihr macht oben, ne, Fraktionsmission. Und dann habt ihr halt hier alle möglichen Fraktionsmissionen eurer Fraktion. Ne? Kann sein, dass ihr, keine Ahnung, die Bären seid oder keine Ahnung, die Adler oder Eagles oder was es da auch für Fraktionen gibt. Ich bin gerade Wölfe. Kann sein, dass die anders positioniert sind, die Logos, ne? Aber wichtig ist, dass ihr auf das Geld guckt. 80.000 ist das Maximale, was ihr gewinnen könnt. Und da geht ihr mal drauf und geht auf Freunde senden, ne? Das hat nichts mit euren
echten Freunden zu tun. Da geht der Freund hinzufügen und da seht ihr tatsächlich eure echten Freunde. Aber ihr fügt sie quasi nicht reell hin, sondern nur ihre den Geist quasi von denen. Und dann hast du halt hier das Fenster hier. Wenn ihr in den Vorteilspunkten jetzt nichts für die Fraktionsmission verteilt habt, ne, an Punkten, habt ihr nur ein Fragezeichen im Kasten, also 1 von 4. Das heißt, ihr könnt einen Freund losschicken für diese Mission und bekommt dann eine gewisse Erfolgsrate. Ihr müsst, das zeige ich euch gleich, bei einem, bei den Vorteilspunkten, einen Punkt bei Harry oder sowas eingehen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Damit ihr 2 Leute mindestens losschicken könnt. Damit ihr auf jeden Fall dann 100%ige Gewinnchance habt. Ja? Weil mit mindestens 2 Leuten kriegt ihr die 100% immer voll. Gut, wir gehen mal auf Freunde hinzufügen. Dann sucht ihr euch einen guten aus, den ihr habt. Nehme ich mal hier. Der hat 71% Erfolgsrate. Dann nehmen wir noch so einen dazu. Und ja, schon sind wir bei 100% und können die Mission starten. So. 3 Stunden dauert das. Ihr kriegt aber keine 80.000, sondern bei Gewinn nur 16.000. Na, wäre natürlich viel zu einfach bei 80.000, weil ihr ja nicht selber fährt. Also 16.000 kriegt ihr pro Sieg. Und habt ihr jetzt noch einen 80.000er Fraktionsmission. Da geht ihr nochmal drauf, sucht den nächsten. Cinnamon zum Beispiel hier, den kennt ihr ja. Fügen wir hinzu. Er hat sogar eine 100%ige Erfolgschance. Hängt wahrscheinlich von den Autos ab, die sie haben. Ja. Sorry. So, jetzt habe ich 2 losgeschickt. Also insgesamt 3 Spieler für 2 Missionen. So. Und dann habe ich auf jeden Fall das Geld sicher, wenn die gewinnen. So, hier oben müsste auch noch einer sein. So, hier noch einer mit 80.000. Freunde senden. Fox, 58% Gewinnchance. Schicken wir nochmal den. 100%. Und haben noch einen. So. Da unten ist auch noch einer mit 80.000. So, hinzufügen. So, Starwolf hat 92, das reicht absolut. 80.000 haben wir noch einen. So, wen schicken wir dann? Wrecker, 64. Beide 64. Schicken wir mal beide los. So, da hast du 1, 2, 3, 4, 5 Missionen. 15 mal 16.000. Also, das ist eine richtig gute Ausbeute. Und ihr könnt hier alle 3 Stunden einfach machen. Nebenbei fährt ihr, keine Ahnung, PvP oder sowas und kassiert natürlich auch noch mindestens, glaube ich, 16.000. Wenn ihr richtig geskillt habt, kriegt ihr sogar, so wie ich, 18.200 irgendwas. Also das ist schon richtig geil. Jetzt zeige ich euch nochmal, wo ihr diese Vorteilspunkte reintun müsst. Ich habe sogar nicht mal alle verteilt. Zeige ich euch mal. Ach nee, scheiße. Da geht ihr hier rüber. Vorteile. So, und dann müsst ihr hier bei Roxanne Freunde mit Vorzügen einmal skillen. Also wenn ihr echt massiv viele Freunde habt, könnt ihr das von mir aus auch den kompletten 3 ausfüllen, aber reicht einer bei mir. Ich habe einen frischen Uplay-Account, ich habe das ja nicht so lange, habe da jetzt nicht so viele Kumpels. Oder irgendwelche Fremde, die mich unbedingt adden wollen. Oder die mich für diesen Zweck, dass man Leute losschicken kann, auch einfach adden. Das kann man auch machen. Einfach stumpf irgendwelche Leute adden, damit du mehr Leute in der Liste hast. Und da kannst du mehr Leute, kannst du quasi dann die maximalen Fraktionsmissionen ausfüllen. Ne? Das ist schon natürlich lukrativ. Ne? Gut. Ich wüsste jetzt nicht, was ich euch noch so weiter erzählen müsste. Welches Fahrzeug und so weiter man so benötigt, ja, das werde ich euch in der nächsten Folge, glaube ich, erzählen.
welche Karren ganz gut sind, für welche Fraktion, für welche Klasse und so weiter. Aber ich denke mal, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein!